und so. Ich glaube, das ist der Weg, den wir gehen sollen. Mist. Wie schalten wir ihn aus? Das ist die nächste Frage. Ich glaube, wir müssen einfach nur an ihm vorbeikommen. Wir warten erstmal wieder, bis er sich beruhigt hat und dann geht's immer schnell unten drunter durch, weil jetzt dreht er sich mir ein bisschen zu schnell um. Ja, das macht natürlich laut, aber was soll ich tun, ne? Ich glaube, den hier unten können wir uns wieder krallen. Okay. Ach, weil hier ist jetzt wieder so ein Ding. Na gut, wir können ihn zumindest fesseln. Und klauen ihn noch ein bisschen Klebeband. Ist ja auch okay. Na komm rüber, mein Freund. Du möchtest das. Guck mal, schön warm am Feuer. Ein bisschen entspannen. Sag ich doch. Ach, jetzt haben wir das ganze Lager mit hochgejagt, ne? Schade. Ich sollte vielleicht auch ein bisschen sparsamer umgehen mit den Wasserflaschen. So, hier unten möchte ich nicht unbedingt hin. Würde ganz gerne lieber hier hoch. Ja. Das Ding hatten wir noch nicht geschartet. Es öffnet oben die Tür. Und ich denke doch, dass wir uns so langsam ein Missionsende widmen. Hä? Okay. Gucken erstmal hier rein. Wird bestimmt ein Geheimareal sein. Oder geht's hier doch nochmal weiter? Wirf Betäubungsminen, um sie zu platzieren und vorbeilaufende Slicks zu betäuben, aber pass auf, dass du nicht selbst auf sie trittst. Wir gehen nochmal kurz zurück. Mich wundert es jetzt mit der Tür. Das hat nur die aufgemacht, ne? Nee, es tätigt tatsächlich nur die, okay. Die ist dann vielleicht offen, wenn wir hier drin fertig sind, dass wir schneller wieder zurückkommen. So, was mussten wir nochmal drücken? Wirf Betäubungsminen steht nicht da, also wahrscheinlich. Die dicken Dinger kannst du als Falle auslegen oder werfen, um dein Ziel damit aus sicherer Entfernung zu betäuben. Du verschlagener Schuft. Gut, werden wahrscheinlich genauso werfen wie das hier, yep. Dann schauen wir doch jetzt erstmal alle Schließfächer. Ah, wir können uns auch verstecken im Schließfach. Und hier gab es noch weitere Minen. Hier geht's nicht weiter. Checkpoint. Hier unten ist er. Chanten können wir nicht. Also nehmen wir einmal das. Die Frage, läuft er bis hier rüber? Sieht nämlich nicht danach aus. Doch. Okay, hat funktioniert. Dann fesseln wir ihn wieder. Ich glaube, ein bisschen Klebeband und Hebel wird umgelegt. Kupfervierecke gefunden. Sieht eher aus wie ein Schlüssel. Aber eine schöne Beschreibung dafür. Und weg war er. Also eine ganze Menge von den Minen. Hatten wir das hier schon? Nee. Ich weiß, es leuchtet unten über der Betäubungsmine ein Y auf. Aber ich habe... Ist hier so ein Ding in der Nähe? Shit. Ich sehe es gar nicht. Ja, können wir über Bande werfen damit? Wahrscheinlich nicht. Vielleicht so?
Alter, wenn das mal nicht perfekt war, dann weiß ich auch nicht. Ah, da oben ist er. Das Teil, was uns dran verhindert hat, von ihm Besitz zu ergreifen. So. Ja, wir waren wieder ein bisschen laut, ich weiß. Über den hier drüben müssten wir doch eventuell... Nee. Das Ding ist echt zu weit. Und wir haben gerade auch keinen Balken oben. Ob die sauer sind oder nicht. Ja, noch mal gucken, ob wir das noch mal so hinkriegen. Können wir zumindest ihn schon mal ausschalten. Er dürfte ja nicht so weit schauen können, genau. Dann springen wir einfach mal hoch. Die Schließfächer gucke ich gleich noch mal. Das ist halt die Frage, wo müssen wir lang? Es geht hier unten lang, es geht hier oben lang, es geht rechts oben lang. Gute Frage, ne? Was haben wir denn jetzt? Was macht er da? Jetzt geht's wieder. Ich glaube, wenn wir... Achso, wenn wir kauern, das war einfach nur die Seitenansicht. Alles klar. Gut, dann werfen wir das Ding einmal hin. Ach, komm schon. Hat eine Sekunde länger gedauert, um sich zu aktivieren. Schade eigentlich. Lauf wieder rüber. Hat auch die Frage, wie lange die betäubt sind. Ich glaube, wir müssen da schon ein bisschen Beeilung machen. Hier wird es nicht hochgehen, ne? Nee, also ging das drüben auch nicht hoch. So ist da oben das Ende. Ich würde aber ganz gerne hier noch die... Läuft der hier rüber? Müsste, oder? Ich würde ganz gerne noch die Schließfächer leer machen. Und dann gehen wir oben wieder aus dem Areal raus. Und das hier noch. Das ist leer. Okay. Sah halt fast so ein bisschen so aus, als würde man hier noch langkommen. Ich guck noch mal eben. Nee. Na gut. Wenn es nicht ist, dann ist es nicht. Dann einmal hier oben wieder raus. Und wir haben... War ja gar kein Geheimareal. Wir haben die Höhle verlassen. Ja, rüberspringen möchte ich ungern. Aber wir könnten... Ja, wir könnten chanten. Ziehen wir mit dem nämlich gleich mal hier runter. Der wird ja gleich hier rüberlaufen. Wir könnten auch runterspringen. Nein, nein. Ach, Mist. Waren wir zu schlecht. Aber wir können direkt von ihm Besitz ergreifen. Das ist natürlich auch cool. Dann brauchen wir uns nämlich nicht um die Minen kümmern. Ich weiß jetzt schon, ich werde sie das ganze Spiel lang hassen. Was hat es verändert? Gute Frage. Die Tür oben nehme ich nicht. Aber es muss doch was mit der Tür zu tun haben. Wir müssen oben dieses Ding wahrscheinlich... Ach, ganz oben die Tür, ne? Nee. Moment. Ändert irgendwie nichts. Wir müssten idealerweise mit dem Ding da oben langkommen. Na, unsere Kraft ist leer. Aber hier passiert einfach gar nichts. Schau noch mal oben lang. Ich habe schon das Teil gesehen. Das da drüben wird die Tür hier öffnen. Ach, hier oben vielleicht. Okay, Entschuldigung.
Ah. Ah. Jetzt gibt es ja auch schon Scharfschützen. Müssen wir immer warten, bis die hinter der Mauer sind. Alles klar. Nee, der geht nicht weiter. Alles klar. So, und hier drüben rein. Hilfe den Moots. Befreie die Moots und beschütze sie vor den Slicks, während sie hochklettern. Na, mal gucken, was damit jetzt gemeint ist. Also mir ist schon klar, aber mal gucken, wie wir das bewerkstelligen sollen. Einmal hier rein. So, 200 Stück verbleiben. Das heißt, die klettern jetzt hier hoch. Mudokons werden die Tür öffnen. Warte, bis alle Mudokons in Sicherheit sind und sie werden die Tür für dich öffnen. Okay. Ah, gut, ich verstehe. Ach, shit. Ich habe jetzt irgendwie gedacht, dass er definitiv auf unsere Mudokon-Kumpels drauf geht und nicht auf uns. Na, das war wohl ein bisschen falsch gedacht. Einmal so. Das heißt, wir bleiben jetzt erstmal hier unten stehen. Warten, bis der rauskommt. Müsste ja gleich soweit sein und schnappen uns den. Lassen den explodieren. Ich hoffe einfach mal, dass da jetzt nicht noch mehr von kommen. Na, komm, ach Gott, hier kommen ja richtig viele. Soll ich denn die beschützen? Fort mit dir. Und fort mit dir. Und hier unten noch und ich noch. Ja, wir haben ein paar Kumpels verloren, aber was möchtest du machen, ne? Mit Verlusten ist zu rechnen. Ach, shit. Schnell in die nächsten. Wie viele leben denn noch? 40 bloß noch verbleiben. Scheiße. Müssen wir jetzt hoch? Ich glaube, wir müssen jetzt auch mit hoch, ne? Machen wir uns die Tür auf, haben sie gesagt. Ja. Jetzt geht der Spaß wahrscheinlich gleich weiter, ne? Oder nicht? Nee, könnte auch. Ah, ich glaube, es wird nochmal passieren, wenn die jetzt hier unten lang, also das Ding hier lang laufen. Jetzt kommen bestimmt die nächsten, richtig. Bevor er uns direkt angreift, schnell, nimm den. Danke. Gut, hier unten kommt einer lang. Ah, was hat ne? Er hat einen Raketenwerfer. Natürlich auch nicht verkehrt. Nein. Jetzt. Verschwindet. Lasst meine Kumpels in Ruhe. Ach, das hätte man besser machen können. Gebe ich offen und ehrlich zu. Er braucht halt auch immer einen ganzen Moment zum Nachladen, ne? Und man muss auch ziemlich gut treffen. Nein! Wir haben uns selber abgeschossen. Naja, gut. Muss auch mal sein. Ach, shit. Wir waren doch schon so weit. Das ist natürlich ein bisschen doof gewesen. Nein! Wo ist die Uhrenzurückpuller hin? Du schießt nicht auf unsere Freunde. Danke. So, den haben wir. Den hier unten kriegen wir auch. Er überlebt das. Deswegen stand die ganze Zeit unten noch einer. So, dich. Ah, den muss man halt echt gut treffen hier oben. Ich habe mir einen ungünstigen Standort rausgesucht. Ich hätte eigentlich hier unten stehen bleiben müssen. Ja, der hält halt echt viel aus, ne? Ich weiß nicht, ob wir einfach nicht richtig treffen. Jetzt habe ich mich fast schon wieder selber umgebracht. Beziehungsweise wir müssen halt wirklich perfekt treffen. Kommt, lauft, Freunde, lauft. Bam. Okay, es geht doch, man muss halt nur richtig treffen.
Naja, wir haben noch ein paar gerettet, 64 Opfer. Was möchte man machen? Ich glaube, das war's. Komm, schieß dich selber kaputt. Macht er nicht. Dann machen wir diesen. Und ich glaube, wir können... Ach, shit. Ach, die machen mir die Tür auf. Jetzt haben sie uns die Tür aufgemacht. Gut. Und schnell weg hier. Und es kann weitergehen. Wir müssen hier hoch. Okay, er hat anscheinend einen Plan, was gemacht werden muss. Aber es ist immer noch nicht die Missionsende. Richtig ins Sorgental auf. Na, ich glaube, wenn wir jetzt hier drüben reinlaufen, dann müsste das Ende sein. Yep, da haben wir es geschafft. Es war eine ganz schön lange Mission. 50 Minuten. Muss ich mal schauen. 2 oder 3 Folgen. Wir hatten ja auch noch eine ganze Menge Intro am Anfang. Also Sequenz, Videosequenz. Ich glaube, die zählt bei der Zeit nicht mit rein. Ja, aber es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Wir haben eine ganze Menge neue Sachen mittlerweile gelernt. Wir können das Chanten benutzen, um Gegnerbesitz zu ergreifen. Wir können neue Dingers werfen, neue Minen und so weiter. Wir haben 55 Slicks getötet, leider nur 136 Mudokons gerettet. Ja, aber ich habe mein Bestes gegeben. War ein bisschen holprig diese Folge, aber man muss natürlich auch erstmal die ganzen Mechaniken und so weiter kapieren. Gerade mit den Minen, das hat doch ein bisschen Zeit gefressen. Ich hoffe dann, in der nächsten Folge wird das besser werden. Danke fürs Zuschauen, morgen 12 Uhr geht's weiter. Bis dahin, macht's gut!